herzliches Willkommen zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 13. bis 19. Juli 2020 und ich stelle euch die Karten vor, finde deinen wahren Weg mit Colette Baron Reed. Das sind so die allgemeinen Energien in der Woche. Die Tageskarten sind mit dem Arcanum. Das ist Arcanum Tarot. Das kommt von Lo Scarabeo in Torino. Dann haben wir für die Klärung das einfache Rider-Waite-Tarot in klein. Wir haben die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen so als Orakelkarte und natürlich das Krafttier, denn wir haben ja endlich Merkur wieder vorläufig. So, das sind die Karten, die ich verwende. Wenn ihr weitere Informationen braucht, gerne auf der Webseite www.ella-taroskop.de. Denkt dran, die Kanalmitgliedschaft beinhaltet auch, dass ihr immer 24 Stunden vor allen anderen die Kartenlegung ohne Werbung schauen könnt. Vielleicht ist das interessant. Und wenn ihr weitere Informationen wollt, es gibt auch ein Video dazu auf dem Kanal. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis gleich. Wollen wir uns mal anschauen, was so im Juli für Energien vorherrschen, also von den Planeten her, astrologisch gesehen. Endlich ist Merkur wieder vorläufig. Ja? Das wirkt auch versöhnlich mit Sonne und Neptun und man möchte helfen, man möchte die Dinge voranbringen. Meditation kann helfen, ruhig zu werden und sich zu entspannen. 14. und 15. haben wir die Sonne gegenüber Jupiter und Pluto. Und daher kann es leicht übertrieben werden. Also ich sage jetzt mal, dass man von sich zu sehr überzeugt ist oder so. Man sollte aufpassen, auf dem Teppich zu bleiben. Auch Geldausgaben sollte man möglich sein lassen. Das sind jetzt mal so die allgemeinen Energien in Bezug auf die Sterne, die so für alle gelten. Wir schauen uns das Ganze dann auch nochmal für die einzelnen Sternzeichen an, wenn wir zu deinem Sternzeichen kommen. Ich sag mal, bis gleich. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Krebs, zur Taroskoplegung mit Ella für die Woche 13. bis 19. Juli 2020. Und wir schauen natürlich erstmal astrologisch. Natürlich hast du tolle Einflüsse. Die Sonne steht in deinem Sternzeichen. Und ja, in Beziehungen läuft es im Juli soweit ganz gut. Und auch ja, in Liebe müsste es harmonisch sein. Du fühlst dich fit und vital, klar, wenn die Sonne in deinem Sternzeichen steht. Und ja, also in diesem Monat hast du auch so ein bisschen das Schwelgen in der Vergangenheit, in Erinnerung, klar, durch Geburtstag möglicherweise. Und ich denke mal, dass du jedes Jahr, wenn du in dieser Zeit dann auch Geburtstag hast, das genießt, dich feiern lässt hoffentlich und dann eben auch ja, neue Kräfte sammelst für das nächste Lebensjahr. Wir wollen jetzt mal schauen, was die Karten im Juli in dieser Woche für dich haben, lieber Krebs. Und damit starten wir jetzt auch für dich haben. So, wie immer bei der allgemeinen Legung, lieber Krebs, wollen wir schauen, was von außen kommt. Die Energien, die deine Mitmenschen dir in dieser Woche entgegenbringen, wie sie auf dich zugehen, wir wollen das wissen. Das sind so die allgemeinen Energien, die dir natürlich von Bekannten, Freunden, Familie, Menschen in deiner Umgebung entgegenkommen können, aber auch von Menschen, die dir nicht bekannt sind, also die Leute, die dir in dieser Woche begegnen. Schauen wir uns mal an, was du als Krebs von deiner Umwelt in dieser Woche so erwarten kannst. So, was haben wir da? Wir haben die 8 der Erde. Alle ziemlich beschäftigt, Erdenergie, an Dingen arbeiten. Jeder hat so, ich sag mal, viel zu tun. Das kann natürlich bedeuten, dass da nicht so viel Zeit für Privatleben oder so ist. Aber vielleicht hast du Verständnis oder vielleicht arbeitest du mit diesen Leuten ja sogar zusammen. Dann wollen wir schauen, wie du dich siehst, wie du dich selbst auch einschätzt. Dann, was du dir wünschst. Hoffnung und Ängste, also was du befürchtest oder was du erhoffst, was gut für dich ist, was nicht so gut ist in dieser Woche und natürlich, wie die Woche für dich ausgeht. So, schauen wir mal. Das kann man gut sehen. Wir können noch einen Tick weit rüber. Und dann wollen wir gleich natürlich auch danach schauen, was an den Wochentagen so möglich ist. Und da gucken wir auch danach, welche Energie du mitbringst.
wie immer bei den Wochentagen. Das kann bei dir ganz anders liegen von der Reihenfolge her. Das ist aber bei der Allgemeinlegung normal und nicht schlimm. Wichtig ist, dass du da ja, Dinge heraushörst, siehst, die dich weiterbringen, die dich auf Ideen bringen oder dir eine Hilfestellung geben. Und dann schauen wir natürlich, wie gehst du auf deine Mitmenschen zu? Was ist deine Energie? Das Ass der Kelche, das ist deine Energie tatsächlich, die allumfassende Liebe. Liebevolle Energie geht von dir aus. Die sollte in erster Linie natürlich auch dich selbst betreffen, die Eigenliebe. Ja? Dass du dich darum kümmerst, wie du dich fühlst, dass du dich gut fühlst, dass du eben dich auch in deiner eigenen Haut wohlfühlst und dass du natürlich deinen Bedürfnissen auch nachgehst und sie nicht vernachlässigst zuliebe anderer. So, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und der Sonntag. Das kann, wie gesagt, bei dir anders liegen in der Reihenfolge, das ist aber auch nicht schlimm. Wichtig, wie gesagt, ist nur, dass du was damit anfangen kannst, dass es dich unterstützt bei dem, was du vorhast. Was die Legung der Vorwoche betrifft, so werde ich sie im Anschluss an das Video nochmal verlinken, sodass du nochmal vergleichen kannst, wie sich die Entwicklung von der Vorwoche zur jetzigen Woche ergeben hat. Wir wollen jetzt schauen, wie das in dieser Woche so aussieht, wie du dich selbst siehst. Zehn der Kelche. Also du fühlst dich beschenkt, du fühlst dich geliebt. Ich denke, dass du auch viel zu geben hast. Aber denk immer daran auch, dass es ausgewogen ist. Also dass nicht du immer der Geber bist, sondern auch der Empfänger. Dein Wunsch in dieser Woche ist der Magier. Manifestation. Umsetzen dessen, was du gerne möchtest. Und ich denke, das hat mit Beziehungen zu tun, mit Familie, mit Zuhause, wie auch immer. Hoffnung und Ängste haben wir die Sieben des Feuers. Das ist so in der Rüstung stehen, sich verteidigen. Erstmal können und dann auch müssen vielleicht. Und das ist die Befürchtung. Ich denke, sich verteidigen können ist nicht das Problem. Sich verteidigen müssen, das ist das Problem. Oder die Befürchtung, sagen wir es so. Gut für dich. Das ist die Vier des Feuers. Vier der Stäbe, Haus, Heim, Familie. Und ich denke, das ist gerade auch in dieser Woche sehr harmonisch und so in deinem Sinne. Deswegen fühlst du dich auch geliebt, du hast viel zu geben. Ich gebe dir mit, dass du bitte darauf achtest, dass nicht nur du gibst, sondern eben auch empfängst. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die Sonne. Nun steht ja die Sonne im Sternzeichen Krebs, aber wie wir wissen, kann das natürlich auch bedeuten, dass du ein bisschen launisch bist. Darauf solltest du achten. Weil zu viel positive Energie macht leicht übermütig und kann natürlich dann übers Ziel hinausschießen. Ja, das kann passieren und darauf kannst du ja achten. Und wir schauen uns das mal an, wie das aussieht. Der Ausgang ist der Mond. Und da wird man ja schon mit diesen nicht so guten Eigenschaften konfrontiert. Sonne und Mond sind die Gestirne, die uns ja auch mehr oder weniger unseren Rhythmus vorgeben. Und da ist es wichtig, dass man da einen harmonischen Einklang findet. Was haben wir denn am Montag für dich? Da haben wir die Fünf der Schwerter. Konflikt. Nun ist nicht jeder Konflikt schlecht. Es kann sein, dass Dinge angesprochen werden, die unangenehm sind. Aber manchmal muss das eben sein. Es kann sogar sein, dass du unangenehme Dinge ansprichst. Und wenn man darüber gesprochen hat, hat man sie aus der Welt geschafft. Und sie sind da gar nicht mehr so schlimm. So stelle ich mir das momentan vor, wenn ich die Zehn der Kelche darüber sehe. Am Dienstag haben wir den Page der Stäbe, Feuerenergie. Ein leidenschaftlicher Neubeginn nicht direkt, aber eine Fokussierung auf das Ziel vor deinen Augen. Und damit haben wir den Wunsch der Manifestation, dass du eben Dinge umsetzen möchtest, die dir am Herzen liegen oder wo du mit Leidenschaft dabei bist. Am Mittwoch, da haben wir die Zehn der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Das ist sowohl im finanziellen Bereich als auch im partnerschaftlichen Bereich. Und partnerschaftlich meint nicht nur Liebesbeziehungen, sondern eben auch Eltern, Kinder, Verwandte, Freunde und so weiter, Kollegen, wie auch immer. Vielleicht auch eine geschäftliche Partnerschaft. Das ist stabil und sicher und das ist gut. Nun hast du ja hier die Befürchtung, dich irgendwo wehren zu müssen, vielleicht aufgrund des Konfliktes. Wir gucken uns das mal an.
Donnerstag haben wir die 7 der Schwerter. Die 7 der Schwerter ist die sogenannte Diebstahlkarte. Da versucht sich einer an irgendetwas zu bereichern. Das kann an den 10 der Münzen bedeuten, dass jemand versucht, dich vielleicht zu umgarnen, dir was aus den Rippen zu leiern, ja, zum Beispiel Geld. Es kann aber auch bedeuten, dass jemand sich versucht, mit deinen Federn zu schmücken. Also wenn du irgendwas Tolles gemacht hast, eine tolle Idee hast und derjenige behauptet, plötzlich es wäre seine. Das ist die Möglichkeit, oder es geht darum, etwas geheim zu halten. Nun sehe ich bei dir jetzt nichts Negatives, was du unbedingt geheim halten müsstest. Ich denke, das kommt von außen. Jemand hat vielleicht irgendwas, was er oder sie nicht unbedingt in der Öffentlichkeit breitgetreten sehen möchte. Das muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es ist etwas, was ihm oder ihr peinlich ist oder wo jemand vielleicht eine Befürchtung hat, dass er etwas nicht schafft oder so. Unsicherheit. Da gucken wir auch noch mal genauer hin. Am Freitag haben wir die 6 der Schwerter. Das heißt, du bist entspannt und gelassen, weil du eben den Rückhalt deiner Familie, deiner Lieben hast. Und natürlich ist die Sonne mit den Launen nicht immer das Beste, aber du kannst damit umgehen, weil du dich eben geliebt fühlst, Liebe abgibst und weil du eigentlich in deinem Element bist. Wenn du ein bisschen auf dich achtest, auch in Bezug auf vielleicht irgendwelche Launen, kannst du das im Griff behalten. Am Samstag haben wir die 5 der Stäbe, das ist so innerer Konflikt. Und das kann eben damit zu tun haben, dass du mit deinen Schattenseiten zu tun bekommst. Eben schlechte Eigenschaften, Launen, vielleicht auch negative Gedanken oder auch vielleicht einfach so ein bisschen, das ist zu gut, um wahr zu sein oder so. Ich denke mal, dass du ein bisschen an deinen Schattenseiten arbeiten solltest. Wenn dich irgendetwas schlecht gelaunt werden lässt, ist das ein sogenannter Trigger. Und Trigger haben wir aus der Kindheit gelernt, haben wir kognitiv beigebracht bekommen, was gut ist, was nicht gut ist und so weiter. Und wenn es dich interessiert, ich habe auf Patreon eine Präsentation, wo ich vorstelle, wie man mit seinen Schattenseiten arbeiten kann. Da geht man erstmal auf den Grund der Sache und überlegt sich, wo kommt das her? Und sieht dann eigentlich, dass das angeeignet wurde oder dass irgendwo etwas abgelehnt wurde in der Vergangenheit. Das sind auch schlechte Erfahrungen natürlich. Und diese Trigger können natürlich dafür sorgen, dass alte Wunden sozusagen wieder aufgerissen werden und dich dann explodieren lassen und der andere weiß gar nicht, warum das so heftig ist. Das, wie gesagt, ist Schattenarbeit und der Mond spricht auch davon. Diese Trigger oder besser gesagt diese Schattenseiten, die man hat, diese ja, Sachen, wo man ausflippt, die sollte man in Liebe annehmen. Da sollte man gar nicht groß mit hadern, sondern man sollte sagen, ja, das ist so und ich arbeite daran und ich schaue mir das genauer an und ich weiß, wo das herkommt und weil ich weiß, wo das herkommt, weiß ich auch, dass ich gerade nur daran erinnert wurde und dann kann ich besser damit umgehen. Am Sonntag haben wir nochmal die 10 der Kelche. Das ist auch die Eigenliebe, dass du Dinge in Liebe annimmst. Ja? Das heißt nicht, dass du alle schlechten Seiten von dir gut findest, sondern dass du sie nicht so dramatisch machst, dass sie jetzt auch noch eine Rolle spielen. Ja? Wir schauen uns das nochmal an und beginnen mit dem König, mit der 10 der Kelche. 3 der Münzen, Zusammenarbeit und die Kraft. Das Team, was hinter dir steht, sei es die Familie oder ein Job, ist das, was dich stark werden lässt und was dich das fühlen lässt, dass du gebraucht wirst und dass du Teil eines großen Ganzen bist. Und das macht dich einfach glücklich. Was ist denn der Magier? Ass der Schwerter und Gerechtigkeit. Es geht um Fairness. Es geht darum, unfaire Dinge vielleicht auch beim Namen zu nennen, auszuräumen und mit Fairness weiterzumachen. Also Gerechtigkeit wirklich herzustellen. Und das ist ein schöner Wunsch und ich denke, das ist möglich. Und wenn dir Unfairness geschieht, wirst du das auch nicht so stehen lassen. 7 des Feuers, Hoffnung und Ängste, da haben wir den Turm. Und da haben wir die 6 der Schwerter. Das bedeutet, dass du vielleicht ein paar, ich sag mal, Blockaden
oder auch ein bisschen von deiner Rüstung fallen lässt. Der Turm macht ja immer Platz für Neues. Und wenn du ein bisschen weniger wehrhaft bist und dich nicht in deinen Panzer zurückziehst, lieber Krebs, sondern dich öffnest und den Dingen auf den Grund gehst, dann kannst du eine Menge erreichen. Und zwar Entspannung auch. Wir haben die 4 des Feuers gut für dich. Neue Wege, Veränderung. Ja, vielleicht auch, dass du die Räumlichkeiten veränderst, umziehst oder dass du was ausmistest und dir neue Möbel kaufst oder einfach dein Heim schön gestaltest. Wir haben die Liebenden in der Beziehung. Vielleicht verändert sich einfach was innerhalb einer Beziehung oder es ist einfach so, dass du dadurch, dass du dich um dein Heim kümmerst, das eben auch besonders magst und gerne Leute, Freunde, liebe Menschen bei dir hast. Das ist sehr schön. Die Sonne, nicht gut. Wir haben die Obsession. Ich sag's ja, die Übertreibung. Das ist nämlich übers Ziel hinausschießen, was ich eben sagte. Und dann ist man traurig, dass man damit vielleicht die ganze schöne Sache selbst kaputt gemacht hat. Das passiert nur, wie gesagt, wenn dich jemand piesackt im Sinne von, dass er irgendwas sagt, was dich auf die Palme bringt. Und dann kommt ja auch der Mond. 9 der Münzen und 9 der Stäbe. 9 der Münzen, du als einzelnes Individuum. Ich denke, du kannst damit umgehen, mit deinen inneren Unzulänglichkeiten, aber du kämpfst darum, dass sie eben nicht nach vorne gehen. Und das ist eben auch die sogenannte Schattenarbeit. Das gehört dazu. Wichtig ist, dass du deine Schatten eben nicht, wegschiebst und dagegen ankämpfst, sondern dass du sie akzeptierst, sie annimmst und dann hinterfragst, woher kommen sie denn? Hier haben wir die 5 der Schwerter, da ist der König der Kelche und da ist der Wagen, die Krebsenergie. Ich glaube, dass du, wie gesagt, in einer Konfrontation oder in einem Konflikt, der vielleicht gar nicht so heftig ist, wie sich das im ersten Moment anhört, eben auch angemessen reagierst und die Zügel in die Hand nimmst, etwas zu verändern. Wir haben sehr viel Veränderung hier und ich denke, dass du dabei bist. Und dann wird sich fokussiert auf Stabilität und Sicherheit und das eben in kleinen Schritten. Kleine Schritte aufeinander zugehen oder auf ein neues Business, auf eine neue Aufgabe, ein neues Projekt, wie auch immer. Wir haben die 10 der Münzen, wir haben den Neubeginn und wir haben den Hierophanten. Das ist eine sehr enge Verbindung, vielleicht mit jemand Neuem. Es kann auch ein neues Projekt, eine neue Sache sein, wo du dann mit Feuereifer reingehst und die dir wirklich sehr am Herzen liegt oder auch eine Person. Und dann haben wir die 7 der Schwerter, der Eremit, Jungfraukarte und der Mond. Da ist jemand, der auch mit seinen Schattenseiten zu kämpfen hat. Und ich glaube, dass das jemand ist, der, wie gesagt, befürchtet, dass irgendwas an die Öffentlichkeit kommt oder an Leute gerät, die es nicht unbedingt wissen sollten. Seien es jetzt im Kollegenkreis oder auch innerhalb der Familie. Da muss man aufpassen. Da ist vielleicht auch jemand angepiekt, hat selber Schattenseiten und muss damit zurechtkommen. Und dann kannst du natürlich vielleicht aus deinen Erfahrungen sprechen und diese Sache bereinigen. Hier haben wir da ja auch den Konflikt und den Wagen, dass du die Zügel in die Hand nimmst. Vielleicht kannst du jemanden beruhigen. 6 der Schwerter, 10 der Kelche, 3 der Stäbe. Lernen und über den Tellerrand gucken, in aller Ruhe, mit einem liebevollen Herzen. Ich denke, dass du da jemandem ein bisschen auf die Sprünge helfen kannst und eben auch mit liebevoller Energie zur Seite stehst. Du musst natürlich aufpassen mit deinen eigenen Triggern, ne? Dann haben wir die 5 der Stäbe, das ist der innere Konflikt. Da ist das Gespräch und da ist der innere Konflikt nochmal. Also dadurch, dass du nur darüber sprichst, was dich auf die Palme bringt, kannst du natürlich das nicht bewältigen. Da muss schon mehr ran. Da muss man diesen Konflikt wirklich bearbeiten. Und das kann natürlich auch eine ganze Weile dauern. Aber es ist der Mühe wert, auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmal die 10 der Kelche. Wir haben die 7 der Kelche und wir haben den König der Schwerter. Da musst du dich ganz klar entscheiden, was möchte ich, wo möchte ich hin, welche Wünsche habe ich in Bezug auf Beziehungen. Und da ist es auch ganz wichtig, dass du natürlich deinem Gegenüber ganz klar rüberbringst, was du möchtest, was du dir erhoffst oder was du dir erträumst. Ja?
Sag nicht, ich erwarte von dir, sondern sag, ich wünsche mir oder es wäre schön, wenn. Ja, das klingt etwas besser und nicht so wie die Pistole auf der Brust, wenn man das als Wunsch äußert. Und ich habe für dich eine schöne Karte, die innere Wahrheit. Also sich selbst auch ein klein bisschen besser kennenzulernen mit der Karte innere Wahrheit. Schauen wir mal, was die Grundbedeutung ist. Die Grundbedeutung ist Aufrichtigkeit, die Dinge nehmen, wie sie sind, die Leugnung beenden, die Bereitschaft zu Transparenz, klare Kommunikation. Ja, erstmal mit dir selbst und dann natürlich auch mit denen, die dir am Herzen liegen. Die Botschaft lautet: Es gibt die Wahrheit als das Wesen von etwas im Unterschied zu einer Wahrheit als subjektive Auffassung gemäß der Philosophie derer, die diese Wahrheit vertreten oder an sie glauben. Jetzt geht es für dich nicht darum, darüber zu diskutieren, welche Wahrheit wahrer ist. Du bist jetzt aufgerufen, deine Wahrheit zu verkünden, laut und vernehmlich, bereit in deiner Kommunikation mit dir selbst und anderen offen, aufrichtig und transparent zu sein. Frei sein kannst du nur, indem du dich in das fügst, was ist, und die Schichten der Leugnung abträgst, die dich in einer Illusion gefangen hielten. Sei wahr und auf glorreiche Weise unvollkommen. Dann wird das göttliche Prinzip dir mit Wundern antworten. Genau das. Es ist wichtig, dass du den Personen, die dir am Herzen liegen, genau sagst, wie du dir etwas vorstellst, wie du dir etwas wünschst oder was für dich wahr ist und wie du empfindest. Das ist ganz wichtig. Und dazu gehört natürlich das nötige Vertrauen. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses Vertrauen da ist. So, was ich hier gesehen habe, 2x10 der Kelche und dass man aufeinander zugeht und dass man vielleicht jemandem, der in Not ist, auch hilft. Und ich habe auch eine schöne Krafttierkarte für dich, den Pfau. Zeige dich in deinem Glanz. Ja, du hast viel zu geben, das sollst du auch, aber du sollst gleichzeitig auch empfangen. Denn auch du lernst etwas daraus, wenn du anderen etwas beibringst oder anderen behilflich bist. Damit hilfst du dir selbst auch. Wir schauen mal. Zeige dich in deinem Glanz. Der Pfau sagt: Wann hast du das letzte Mal für alle Welt sichtbar dein Licht leuchten lassen und dich in deinem Festgewand gezeigt? In jedem von uns steckt ein Pfauengeist, der sich nach Entfaltung seiner inneren Pracht sehnt. Und du bist jetzt aufgerufen, dich der Welt als das großartige Wesen zu zeigen, das du bist. Denn du bist eine Manifestation des Allgeistes. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, ruft der Geist des Pfaus dir zu. Und zeige dich unverhüllt, damit auch andere dazu ermutigt werden, ihre eigene Einzigartigkeit zum Ausdruck zu bringen. Tanze wie aus der Erinnerung an deine Herkunft aus Sternenstaub und göttlicher Anmut heraus, erfüllt von Lebenskraft und funkelndem Licht. Du bist ein Kanal der göttlichen Liebe und dein Tanz ist unvergleichlich. Fange das Licht, lasse es erstrahlen und feiere tanzend dein Glück, im Hier und Jetzt zu sein. Der Allgeist möchte dich so voller Freude sehen, dass andere sich erheben wollen, um sich deinem Tanz anzuschließen. Also nichts anderes sagt das, als gehe mit deinem Herzen voller Liebe auf andere zu, um ihnen zu zeigen, dass es sich lohnt, sein Herz zu öffnen und auch zu lernen aus den vielleicht nicht so schönen Erfahrungen. Ich denke, dass du ein gutes Beispiel für jemanden sein kannst, der vielleicht momentan in einer schweren Krise steckt, der Angst hat, sich vielleicht zu zeigen, auch nach vorn zu gehen und über die Dinge zu sprechen. Und da kannst du deine ganze Liebe mit einbringen, um dieser Person vielleicht, wie gesagt, ein bisschen Mut zu machen. Je nachdem, wer es ist, kann es manchmal genügen, einfach zuzuhören und zu zeigen, dass man sich auch, wenn jemand Schwächen hat und unvollkommen ist, nicht von ihm oder ihr abwendet. Das passt sehr schön, mein lieber Krebs. Ich finde das sehr, sehr schön. Und ja, ich bin gespannt, was du berichtest, wie du diese Dinge für dich nutzen kannst. Ich hoffe, das ist der Fall. Und dass du da eine schöne Erfahrung machst, lass es uns, wie gesagt, in den Kommentaren gerne wissen. Ich freue mich immer, wenn das nützlich war und wenn es dir und vielleicht sogar auch anderen eine kleine Hilfe war. Lass gerne ein Däumchen hoch dann da. Da freue ich mich auch. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Woche, wenn du magst. Alles Liebe für dich und bis bald.